Hier kann man in Ruhe unter der Achterbahn sitzen, wenn man das denn möchte. Hat unser Sicherheitsbeamter mal ein bisschen weniger zu tun. Und sind hier eigentlich auch Kameras? Habe ich die hier schon aufgestellt? Da habe ich schon, aber haben wir jetzt eine mehr? So, das ist auf jeden Fall schon mal gut geworden. Damit bin ich sehr zufrieden. Guck mal, jetzt haben wir einen richtig schönen, schnuckligen Park gebaut hier. Wir müssen nur noch diesen Bereich hier öffnen. Was wollte ich jetzt noch einstellen? Ich wollte noch irgendwas machen vorher. Achso, ja, ich wollte erstmal die Achterbahn noch färben. Das habe ich gar nicht getan, ne? So, in welchen Farben soll denn? Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißt. Wir haben ihr noch keinen Namen gegeben. So, welche Wagenfarbe wollen wir denn mal haben? Ich bin für. Mal was. Schwarz-weiß vielleicht. Einfach. So richtig klassisch. Ja, komm, wir machen. Die Waggons sollen schwarz-weiß sein. Und die Schienen sollen. Ich finde, die sollen auch mal so richtig schwarz sein. Schwarz und dann machen wir das hier weiß. Oder? Wenn nämlich hier sowas. So ein bisschen was Weißes an den Schienen überall. Aber hauptsächlich mal was anderes einfach so. Dann ist es nicht immer alles so gleich. So, jetzt wollte ich Personal. Weil ich habe ja jetzt mehr Verkäufer. Und die darf ich natürlich nicht vernachlässigen mit dem Geld, was sie bekommen sollen. Ja, das soll natürlich vernünftig sein. Dann hätte ich gerne endlich mal einen Animateur hier. Das ist schließlich dein Park. Viel Spaß beim Rumlaufen. Und dich hätte ich auch noch gerne. Machen wir mal zwei Animateure. Ja, dann machen wir noch zwei Hausmeister, weil dieser Parkteil hier hinten ja ab jetzt mit sauber gemacht werden muss. Und noch, ja, zwei Techniker vielleicht, weil wir jetzt zwei Achterbahnen haben. Und auch du bitte natürlich alle 10 Minuten kontrolliert wirst, da wir das halt alles brauchen. So, und jetzt speichern wir das Ganze ab. Brechen unser Marketing ab. Warum brechen wir unser Marketing ab? Naja, ganz einfach. Wir öffnen jetzt den hinteren Parkteil und dafür starten wir die große Marketingkampagne.
Jetzt bin ich gespannt. Letztes Mal hat das so gut geklappt. Es waren so viele Leute einfach in meinem Park. Das war so heftig einfach. Die müssen auf dem Weg sein, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, die sind alle unterwegs. Gleich müsste tendenziell jeder Laden hier besetzt sein. Guckt euch das an! Der Weg ist voll! Und hier hinten ist natürlich jetzt noch nichts los, das ist mir klar. Aber gleich ist hier was los. Müssen erstmal die Läden besetzt werden, natürlich. Und guckt euch das an. Es wird immer mehr Leute jetzt kommen und das ist ein gigantischer Ansturm. Und der Trick ist, den ich jetzt wieder mache, ist durch diesen gigantischen Ansturm, durch den neuen Parkabschnitt, die neue Achterbahn und die erhöhte Marketingausgaben. Der Trick ist einfach, dass natürlich jetzt ultra viele Leute in den Park kommen und ultra viel Geld ausgeben, sofort auf einen Schlag. Und das ist mein Trick. Denn guckt euch mal an, wie voll allein dieser Weg ist und der Ansturm hält noch an. Die müssen alle an irgendwelchen Läden vorbei. Und es muss ja nur in einem Monat einmal 10.000 sein. Wie viel Sicherheitspersonal habe ich? Ja, für dich wird das natürlich jetzt ein bisschen viel Arbeit. Hier machen wir auch mal ein Dreiergespann aus 4 Leuten hin. Dann haben wir ein vernünftiges Klima auch hier diesbezüglich. Die Schlange ist einfach sofort komplett voll. Was ist denn falsch? Hier machen wir auch 17 draus. Wie teuer ist diese Achterbahn? 18. Komm, dann machen wir die beiden Achterbahnen gleich teuer. Machen wir die auch 18. So, und damit. Einfach ist, ne? Es ist ja, es ist unglaublich. Die Leute lieben diese Achterbahn einfach. Ja, und du bist wie immer einfach leer. Viele Leute an dir einfach vorbeigegangen sind schon, ne? Das ist so crazy. Und hier kommen immer noch so viele Menschen rein. Überleg mal, wir haben jetzt also in kürzester Zeit unsere Besucherzahl verdreifacht. Aber die Achterbahn ist auch echt gut geworden. Mag die sehr.
Mit der würde ich gerne nochmal fahren gleich. Das machen wir auch gleich einfach. Finanzen. Jetzt bin ich gespannt, was in diesem Monat. Ja, ich sag mal, in dem vielleicht noch nicht, aber in dem danach müsste das eigentlich hochgehen. So. Cool. Letztes Mal waren wir vorne, jetzt haben wir auch diese Achterbahn einmal hinten mit. Leute, ich hab Bock, es macht so viel Spaß. Ich finde, dieses Spiel, ich könnte das stundenlang, tagelang einfach immer nur dieses Spiel spielen. Es wird einfach nicht langweilig. Auch wenn ich von den Profitaufgaben nicht sonderlich der Fan bin, muss ich gestehen. Mag ich nicht so. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und den Parkbesuchern offensichtlich auch. Ganz im Gegensatz zu diesen beiden Sachen. Alles ist voll, außer die beiden. Das ist so witzig einfach, ne? Nur jetzt halt keine Ahnung, wie ich irgendwie 10.000 Ladengewinn machen soll, weil die meisten Leute gehen halt einfach dran vorbei. Was soll ich denn machen noch? Muss ich mehr Läden platzieren wahrscheinlich dann, ne? Aber wenn die dran vorbeigehen, was soll ich denn tun? Ich kann sie ja nicht zwingen, in die Läden reinzugehen. Also hier hinten, das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz cool, weil du echt so eine kleine Insel hast und ich mag diese Insel auch, aber. Na, ich warte erstmal, bis die Massen aus den Achterbahnen wieder raus sind und dann die, Guck mal, hier ist aber auch inzwischen eine ganz ordentliche Schlange. Und ich darf schon hoffentlich mal in die Läden reingehen. Was sagen denn meine Gäste? 51% haben Durst. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Getränkestand. Aber der Kaffee ist eigentlich immer am unbeliebtesten, ne? Und ich kann ihn auch nur hier nicht hinbauen. So rum könnte ich ihn platzieren. So rum, ja. Ja, wäre dann so, aber dann wäre da so eine Warteschlange und das mag ich eigentlich nicht. Kann ich hier auf der anderen Seite platzieren, so hier so schmal? Bitteschön, da könnt ihr noch was trinken kaufen. Wenn doch so viele Leute Durst haben.
Ja, nee, das ist zu groß. Aber ich finde es auch irgendwie traurig, man hat einfach nur drei Getränkestände, ja. Kaffee haben wir schon, Kaffee haben wir schon. Naja, hier sitzt ja gerade keiner, ne? Einmal auf die andere Seite. Wenn doch so viele durstig sind und so viele hungrig haben, so viel Hunger haben, dann wollen wir ihnen doch einfach mehr Servicegebäude geben, die das erfüllen. Bitteschön, dann kriegt er halt noch mehr Leben, das ist mir egal. Also die laden. Wow. Gut, direkt beides. Geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Das ist natürlich ultra cool, ne? Dass wir das einfach jetzt so easy alles hinbekommen haben. Ja, dieser Bereich wird da auf jeden Fall auch seinen Teil beigetragen haben. Wenn ich mir die Finanzen angucke, 16.000. Das ist natürlich aber auch, ne, eine Ansage. Wir brauchten ja nur 6.000, wir hatten 7.000. Ich habe eigentlich an, ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir 10 brauchen. Aber naja, gut, so nehme ich es natürlich auch hin. Ich hoffe natürlich, dass unsere Leute jetzt hier den Aufenthalt in diesem wunderschönen, ich finde, der Park ist wirklich gut geworden, in diesem wunderschönen kleinen Park genießen können. Denn wir werden diesen Park mit zwei Achterbahnen und der einen Achterbahn, die ist richtig gut geworden, wie ich finde. Also hier, diese hier. Oh ne, das möchte ich nicht mit die Achterbahn anklicken. Und ich nenne sie Black Desert, weil sie ist schwarz, sie steht in der Wüste. Passt irgendwie, ja. Ich finde, Black Desert ist echt gut geworden. Also das ist, weiß ich nicht, ich könnte, glaube ich, auch einfach jetzt da noch achtmal mitfahren und das würde mir nichts ausmachen. Euch wahrscheinlich irgendwann schon. Deswegen tue ich euch das nicht an. Wir speichern noch einmal ab, da wir die Ziele erfüllt haben. Und dann verabschieden wir uns ganz, ganz lieb von diesem Park und ziehen unseres Weges weiter. Und warte mal. Halt, stopp. Ich finde, das ist so Müll, ne? Also man könnte den Park so gut von oben sehen und dann ist halt so dieses. Dann ist man einfach nur so 2 cm groß. Warum ist man denn hier nur so 2 cm groß? Ich dachte, wir können uns den Park nochmal von oben angucken, aber das klappt aus irgendeinem Grund nicht so gut. Naja. Wir haben gespeichert an dieser Stelle. Ach, wisst ihr was? Wir speichern einfach nochmal. Man kann nicht oft genug speichern, ne? Speichern ist wichtig und richtig. An dieser Stelle gehen wir dann aber jetzt zum Hauptmenü zurück. Denn wir haben diese Mission erfüllt. Oh, hat aber auch jetzt irgendwie länger gedauert, als ich erwartet habe. Hat sich nicht so lange angefühlt, um echt zu sein. Und erhalten einen Rangaufstieg. Du hast den Rang
Themenpark-Legende erreicht. Naja, okay, so einen krassen Themenpark habe ich jetzt noch nicht gehört, aber wenn das Spiel das möchte, freue ich mich darüber sehr. Ja, damit haben wir aber Dex Rex wissenschaftlicher Wahnsinn auch abgeschlossen. Und kommen nun zu Guppies Inselparadies. Ich sehe, das hat nur einen Park mit 3 Sternen. Und danach sind wir auch schon in den Sphären. So viel ist in dieser Kampagne nicht. Und dieser Park ist, warte mal, Alter Pack. Werden wir das dann natürlich noch, auch noch angucken, aber das scheint so sein, als wenn das nur